alter Schwede, das war's. Das war hart. Auf geht's. Thema heute, warum wohl Muskelfaserriss. Ich habe einen im linken Hamstring beim Zähneputzen geholt, hatte ich erzählt, sehr bizarr. Viele wissen vielleicht gar nicht, was ist Hamstring? Kann ich das essen? Ist das ein Schinken? Keine Ahnung. Was ist ein Muskelfaserriss und wie behandle ich sowas überhaupt? Also Hamstring ist nichts anderes als die Bezeichnung im amerikanischsprachigen, englischsprachigen Raum für den hinteren Oberschenkel, ja, für den Beuger, wie man im Sprachgebrauch hier unter Sportlern gerne auch mal sagt. Das sind quasi drei Muskelgruppen, zwei ziehen vom Ansatz des Gesäßes bzw. unteren Beckens runter auf die Innenseite, ja, und der doppelköpfige Bizeps quasi, der zieht auf die Außenseite. Und in dem unteren Stück anscheinend von diesem Bizeps, ja, wir haben nicht nur oben am Arm ein, sondern unten am Oberschenkel auch, da hast du dir anscheinend laut Ultraschall einen kleinen Mini-Muskelfaserriss geholt, der soll ja wohl so um die 1 cm sein. Genau. Die Vermutung liegt zumindest nahe, es war jetzt nicht ganz zu sehen, weil auch Flüssigkeit drumherum ist. Ja, und da ist dann im Muskelzellbereich anscheinend eine Zerstörung hat da stattgefunden. So, das blutet dann ein. Ja, das heißt, man müsste dann irgendwann, je nach Schwere, auch einen blauen Fleck sehen. Ja, der fördert sich dann irgendwann zutage, sackt der Schwerkraft in der Regel quasi runter, deswegen meistens in die Kniekehle rein, wenn man nachts liegt und so weiter. Okay. Deswegen sacken die dann irgendwann durch, kommen aber erst nach ein paar Tagen zum Vorschein, wenn es jetzt nicht ganz oberflächlich gewesen ist. So, das würden wir dann beobachten oder beziehungsweise wahrscheinlich dann irgendwann sehen bei dir. Ja, das würde es dann nochmal bestätigen. Ja, weil wie gesagt, im Ultraschall weiß es nicht ganz genau zu sehen. So. Und das bedeutet, dass eben da die Muskeleinheit, die Zelle halt kaputt ist. Ja, so. Normalerweise, wenn du trainierst, passiert das ja immer so ein bisschen, dass kleine Muskeleinheit oder Zellen eben kaputt gehen. Aber das ist trainingsspezifisch, das haut dich nicht um. Ja. Da hast du jetzt eine blöde Bewegung gemacht, was auch immer du beim Zähneputzen gemacht hast. Die klassische Behandlung, ja, wie man das so kennt, ist quasi die Pechregel. Ja, ja. Pause, Eis, Compression, das ist der englische C, und hochlegen. Ja, man kann natürlich Salben raufmachen, man kann natürlich eine Elektrotherapie machen. Ja, diese ganzen physikalischen Maßnahmen, die wir hier auch in der Therapie machen. Die einen sagen, es funktioniert, die anderen sagen, ich bin auch ein großer Freund von Eis. Ich würde auch definitiv sofort Eis aufmachen. Habe ich gemacht, ja. Und dann, und das ist super spannend, weil ich selber auch schon mal vor 20 Jahren Muskelfaserriss hatte und selber auch vor ein paar Monaten Muskelfaserriss hatte. Ich bin mit unserem Laser rangegangen. Ja. Frag mich nicht, was da mechanisch genau passiert, ja, ob er das jetzt verödet wieder, keine Ahnung. Aber dieser Laser hat letztlich bei mir einen sehr, sehr großen Erfolg gebracht und hat diese ganzen Strukturen drumherum, diese Schwellung, dieses ganze Verklebte, was anscheinend sich damit einhergeht, ja, wunderbar gelöst, habe ich einen super, super großen Schritt gemacht und konnte deutlich besser laufen bei meinem Muskelfaserriss damals. Ja, also das wäre so meine Therapiewahl in der heutigen Zeit, plus natürlich die klassischen Ausstreichungen, einfach um das Gewebe oberhalb und unterhalb bisschen zu lockern, ja, diese Verspannung jetzt rauszunehmen, die sich jetzt ergeben, weil dieser Verbund natürlich nicht mehr genutzt wird, ja, sondern da werden jetzt die anderen Einheiten mehr machen müssen. Ja, Kinesiotape ist immer eine oberflächlich schöne Sache, die auch so ein bisschen mit dazu hilft. Ja, also das wären jetzt so die Sachen, die ich jetzt da machen würde. Was ist mit dem berühmten Satz, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, kein Enzym heilt in Ruhe. Das heißt wirklich ruhig, Pause, Pech, Pause oder ein bisschen Bewegung, moderat spazieren gehen, walken, keine Ahnung, also, Stabi-Training machen, wo vielleicht der Hamstring belastet wird, ja, nein. Also ich sag's mal aus meiner Erfahrung, was ich vor 4-5 Monaten selber hatte, und das war für mich auch so ein kleiner Test, einfach zu sehen, halte ich mich jetzt an diese klassische Pechregel? Der Punkt ist ja, der Schmerz limitiert dich ja und gibt dir ja vor, was du machen kannst. So, ja? Wenn du moderat bleibst und, sage ich mal, die Bewegung so leicht förderst, ist das in meinen Augen nie verkehrt. Mhm. Wenn du natürlich jetzt in dieser Ebene gehst und du würdest jetzt Kniehebelläufe machen und dabei
dieses Gebiet natürlich sehr, sehr stark belasten, dann sagt dir wahrscheinlich der Muskel, hey, hallo, was machst du hier so, ja? So, das muss man moderat machen. Das heißt, du fängst an, langsam zu gehen, in die einfachen Bewegungen reinzukommen und so weiter. Bei mir war es so, bei meinem heftigen Muskelfaser, ich hatte den mehr Richtung Sitzbeinhöcker nach oben zum Becken, ja, habe ich quasi Ibuprofen genommen, um einfach die Schmerzen erstmal loszuwerden, damit ich überhaupt in Bewegung komme, ein, zwei Mal, ja, und bin dann einfach in die lockere Gangbewegung gegangen, ins, ja, also ich habe wirklich versucht, normal wie möglich zu gehen. Ich musste ja auch arbeiten. So, und ich konnte nach einer Woche, ja, wieder leichte Hüpfsprünge auf dem Platz machen. Wir haben es ja damals gesehen. Ja, ich war selber erstaunt, dass das so gut funktioniert. Nachdem ich selber auch wusste, okay, eigentlich Pechregel und ruhig stellen, hatte ich nach einer Woche wirklich, konnte ich leichte Sprünge wieder machen. Und ich hatte so einen blauen Fleck im Kniekehl. Also da ist definitiv was passiert. Ja, also... natürlich fangt jetzt nicht an, irgendwie 150 Kilo auf dem Rücken und Kniebeugen zu machen. Ja, irgendwie was das belastet. Stabi-Übung musst du gucken. Ja, vielleicht erstmal ein bisschen mehr über die Bewegung gehen, um dann nachher zu stabilisieren. Ja, letztlich wird dir dein Körper das genau sagen und du wirst es sehen. Aber na klar, langsam anfangen und in der Bewegung bleiben ist definitiv für mich Mittel der Wahl. Ja. Ja, also Alexandros hat recht, wenn er sagt, ruhig angehen lassen. Das wird das A und O sein. Dass ich langsam mache, dass ich nicht zu schnell versuche, zu viel zu machen, nicht, dass hier wieder die Verletzung aufbricht. Deshalb, ich werde jetzt erstmal nicht laufen, mache ich ja schon seit jetzt 2-3 Wochen nicht, sondern ich werde nur ein bisschen walken, gehen, walken, sowas in der Art. Was kann ich noch beeinflussen? Ja, ich entscheide selber, ob ich Stabi-Training mache oder nicht, dieses viel geliebte Stabi-Training. Aber ich muss es machen und ich habe mal ein bisschen nachgedacht und mir ist so eingefallen, damals, als ich viel Triathlon gemacht habe, Sprint und olympische Distanz, was habe ich da anders gemacht? Klar, ich war auch Schwimmen und Radfahren, das entlastet den Körper ja auch. Aber vor allem habe ich 4-5 Mal die Woche 30, 40 Minuten jeden Tag Stabi gemacht. Ja, Rumpfmuskulatur war damals ziemlich gut, die Laufökonomie und die Lauftechnik war dadurch auch viel besser. Da muss ich wieder hin, das kann ich also selber beeinflussen. Stabi-Training 4-mal die Woche. Mache ich auch. Ich versuche im Moment Stabi-Training so zu machen, dass der Hamstring nicht so sehr belastet wird, sondern eher der Rumpfmuskulatur, untere Rückenmuskulatur, so eine Geschichte. Was kann ich noch beeinflussen? Die Ernährung. Ich kann entscheiden, was kommt auf meinen Teller. Ich sehe zu, dass ich mir mein Obst und Gemüse auf dem Markt hole. Ich habe das Glück, dass bei mir um die Ecke ein guter Wochenmarkt ist, 2-mal die Woche. Da hole ich mir mein Fleisch. Ich habe keine Lust auf irgendwie antibiotikaverseuchtes Fleisch. Deshalb gehe ich auf den Markt, hole mir das in Bioqualität. Ja, also das sind so die Faktoren, die ich beeinflussen kann. Geduld, Stabi, Ernährung. So, und den Rest muss mein Orthopäde für mich machen und der Alexander Swoch als Physiotherapeut. Da vertraue ich denen auch zu 100%, dass die das irgendwie hinkriegen und dann bin ich mir auch sicher, dann bin ich bald wieder in der Spur. Freue ich mich schon drauf. Habt einen tollen Sonntag, genießt den Schnee. Bis zum nächsten Sonntag, euer Sportjan.